Aufgepasst, ihr Liebhaber des Essens. Von verschmierten Sandwiches bis umherfliegenden Snacks, wir alle haben diese Situationen rund ums Essen schon erlebt. Hier bin ich und ich habe Cola mitgebracht. Hast du Probleme damit? Nein! Upsi. Aha, ja? Warte! Ich muss meine Schutzausrüstung holen. Schutzbrille aufsetzen? Atemschutzgerät anlegen? Ist das wirklich nötig? Ich denke schon. Ich weiß nicht, wovor du solche Angst hast. Es ist nur eine Cola. Aber bei näherer Betrachtung... Leute, das Ding wird explodieren! Wie mache ich den Deckel wieder zu? Es sieht aus wie ein Cola-Wasserfall. Ist die Wohnung noch in Ordnung? Dieser Regenschirm war genau richtig. Gießt du mir was ein? Das reicht, danke. Es geht nichts über eine eiskalte Limo, stimmt's? Hast du schon mal von jemandem geträumt, in den du verliebt bist? Oder einer Sache? Schau dir all den geschmolzenen Käse an und diese glitzernde Tomatensoße. Das erste Stück ist immer das Beste. Jemand sieht hungrig aus. Endlich kann ich einen großen Bissen nehmen. Komm zu Mama. Der Boden ist hauchdünn. Oh, wieder nur einer meiner italienischen Essensfantasien. Ah, habe ich gut geschlafen. Jetzt kann ich ein kleines Frühstück vertragen. Aber warum kochen, wenn ich bestellen kann? Du bist genau das, was ich jetzt brauche. Das ging aber schnell. Ja? Danke, Herr Pizzabote. Das wird so lecker. Gibt es etwas Besseres als Pizza im Bett? Das ist mein wahr gewordener Traum. Lass uns mit der Party anfangen, oder? Hm? So klein sah sie auf der Speisekarte gar nicht aus. Habe ich etwas verwechselt? Die ist kaum so groß wie ein Stück. Ich bin zu hungrig, um auf noch eine zu warten. Diese kleine Babypizza muss jetzt reichen. Ich habe den ganzen Tag von meinem Bett geträumt. Ich frage mich, ob wir Eiscreme haben. Ich bin irgendwie hungrig. Nein, ich bin gerade erst ins Bett gegangen. Schlaf jetzt, kleiner Kevin-Bauch. Warum passiert das jede Nacht? Ein kleiner Snack kann nicht schaden, oder? Ich will Mama nicht aufwecken. Schläft sie schon? Gib mir mein Zepter, armer Bauer! Klingt, als ob sie fest schläft. Ich muss mucksmäuschen still sein. Dummer, knarrender Boden. Und jetzt leise den Kühlschrank öffnen. Also, was haben wir hier? Bitte leise, bitte leise. Noch ein Schritt und es geht los. Ich hoffe, wir haben noch was von den guten Flakes. Vorsichtig, vorsichtig. Puh. Ah, das ist super rutschig. Das war knapp. Ist das ein Tropfen? Bitte kein Tropfen. Das wird so schlimm werden. Huh. Kevin! Ah, die Milch! Es ist offiziell. Mama ist wach. Glaubst du, sie ist wieder eingeschlafen? Dieser Lolli ist echt wirklich gut. Es geht doch nichts über süßen, fruchtigen Zucker, oder? Hey, Kevin! Wo hast du diesen tollen Lolli her? Willst du einen? Ich denke, ich habe noch ein paar übrig. Wähle einen aus. Hm. Dieser sticht mir ins Auge.
Danke, Kev. Was machst du da? Was für ein Tier kaut Lollis? Oh, er hat mir einen Zahn ausgebrochen. Lass mal sehen. Das ist nicht gut, oder? Nee, sieht gar nicht gut aus. Wenn das wirklich passiert, sollte ich die Kamera bereithalten. Die ist vielleicht verrückt. Ich könnte jetzt einen kleinen Snack vertragen. Ist hier noch was drin? Oh Mann, ernsthaft? Ich werde einfach geschmeidig runtergreifen. Oh, was sind das für Fussel? Ein bisschen Dreck hat noch niemandem geschadet. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Was ist los mit dir? Ein Mädchen muss doch essen, oder? Ich dachte, jeder isst mal vom Boden. Jetzt komm rein, mein süßer Kevin. Setz dich. Snacks bei Oma zu Hause sind die besten. Ich hoffe, du hast Appetit mitgebracht. Ich habe das ganze Ding nur für dich gemacht. Das sieht toll aus. Du bist die beste Köchin. Gabel und Messer bremsen mich nur aus. Ich will mir alles ins Gesicht stopfen. Ach, mein Enkel ist so ein starker Junge. Zu schade, dass ich die Knochen nicht essen kann. Ich glaube, ich bin voll. Hoffentlich hast du noch Platz gelassen, mein Liebling. Du bist zu gut zu mir, Omi. Ich habe immer Platz für Nuggets und Pommes. Schau dir dieses Monster von Burger an. Das ist der beste Tag meines ganzen Lebens. Du isst so viel du willst. Du bist schließlich noch im Wachstum, mein Junge. Das war wirklich besonders, Oma. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug. Es gibt noch mehr? Möchtest du ein kleines Dessert? Das hier sieht ziemlich lecker aus. Du bist wirklich die beste Oma. Ich werde mein Bestes geben, um alles aufzuessen. Das ist sehr lecker. Süßes für meinen Süßen. Fast fertig. Der blaue ist der beste. Ich habe noch einen Donut übrig. Ich muss gehen, bevor ich explodiere. Kevin! Warte! Mittagspause! Was gibt's heute zum Mittagessen, Ladies? Meine Mutter packt mir immer das beste Essen ein. Etwas gesünder, als ich erwartet hatte. Hallo, Vater Stangensellerie. Sophias Mittagessen sieht so viel besser aus. Das ist ein lecker belegtes Sandwich. Was ist los mit dir? Willst du mal abbeißen? Nur einen kleinen Bissen, okay? Oh ja, das ist so viel besser. Das Ding ist so lecker. Du hast gesagt, nur einen Bissen? Lässt du noch was für mich übrig? Jetzt fühle ich mich besser. Hier hast du was. Es ist kaum noch ein Bissen übrig. Teilen wird total überbewertet. Ist Sophia wütend auf mich? Hier hast du was. Schätze, das ist besser als nichts. Haben diese Essenssituationen deinen Magen zum Knurren gebracht? Dann lauf gleich in die Küche und schnapp dir einen Snack. Aber vorher teile noch dieses Video mit deinen Freunden. Mal schauen, ob ihnen die Essenssituationen bekannt vorkommen. Hast du die schon gesehen? Abonniere unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst.